So Leute, da sind wir schon wieder zurück und ihr wisst ja, ich bin wieder inzwischen, würde ich fast sagen, komplett wieder zurück. Denn wie ihr ganz oben seht, sind jetzt die Custom Games soweit eingetragen. Wer halt die meisten Siege hat, wer die zweitmeisten, wer die drittmeisten Siege hat. Also wenn du Bock hast auf Custom Games, guck gerne mal in den Livestreams vorbei. Und an alle, die gestern schon dabei waren, ich habe ja gesagt, dass ich das so ungefähr vorhabe, dass das da oben so steht. Jetzt nur eine kurze Frage, soll ich es ein bisschen kleiner machen, ein bisschen größer, obwohl, ne, größer auf gar keinen Fall, wenn halt kleiner oder eventuell sogar kompakt nebeneinander, dass ich da wie so ein kleines Kästchen mache quasi. Aber schreibt es einfach mal in die Kommentare, wie wir das am besten machen sollen, weil mit den Custom Games hatte ich mir so überlegt, wenn wir halt 10 Leute in der laufenden Runde sind, dass der Sieg dann zählt dafür quasi für die Monatsbestenliste. Wie gesagt, schreibt es einfach mal bitte in die Kommentare, wird mir halt natürlich auch weiterhelfen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch mal rein in den Shop. Und ich habe gerade nachgeguckt, den Skin gab es seit 715 Tagen nicht mehr im Shop. Ihr seht es oben rechts schon. Achtung. Ich dachte nämlich erst, es ist der Nvidia-Skin. Also das war echt so mein allererster Eindruck, war so, wieso ist der denn drin? Aber der Skin ist wirklich alt. Und vor allen Dingen, er war nur zweimal im Shop, halt wie gesagt vor 715 Tagen und vor 716 Tagen. Also wurde schon ein paar Tage alt. So, den haben wir dann hier einmal nochmal mit passendem Rückenaccessoire. Aber da sage ich ganz ehrlich, ich würde ihn spielen ohne Rückenaccessoire. Aber da sage ich auch wieder, wie sieht der Skin von hinten aus? Weil diesmal würde ich sagen, wirklich gut, weil er ziemlich schlank gehalten ist. Wir gehen direkt mal weiter. Was haben wir noch? Tropenschnitt. Die wurde Season 8 eingeführt. Der Skin Season 6. 6 Skin, ja. So, dazu noch Luftblasen. Aber die ist auch schon älter. Also wieder schön zusammengepackt, ne? Man denkt so, oh, das ist alles so alt, aber in Wirklichkeit ist nur der Skin so alt. Das Seemut kenne ich aber allerdings auch noch nicht. Und ich habe hier ein paar Stück von euch dabei, wo ich sagen muss, ja, die haben gefühlt alles. Aber, kurze Info nochmal, wenn ihr mich wieder unterstützen wollt, gern Creator Code eintragen, YT-FamilyHack. Bing, 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 zack. Dann gucken wir gerade mal, aber hier der Skin. Was war denn hier nochmal der Unterschied zum Nvidia Skin? Gefühlt sah der genau so aus. So, dann haben wir hier noch das Emote. Die gute Ikonenreihe, die wächst ja langsam immer mehr jetzt. Also gefühlt, jeder darf inzwischen ein Emote rausbringen, jeder darf einen Skin rausbringen. Aber ihr wisst ja, ich darf den nicht abspielen wegen Copyright. Und dann ist Sonnenvogel wieder drin mit passendem Rückenaccessoire. Dann natürlich auch der passende Gleiter. Ah, mit dem werde ich nie warm. Wir können gerade nochmal gucken. Also, aber es wirkt irgendwie so gefühlt wie so ein kleiner Lego-Gleiter. So, da werden sich manche wieder freuen, manche werden jammern. Ja, Hypnor ist auch wieder da. Natürlich auch mit passendem Rückenaccessoire. Und ich finde, bei dem Skin passt es halt absolut gar nicht. So, den haben wir einmal in der grünen Variante, einmal in der lilanen Variante. So, das ist das Rückenaccessoire. Das gibt es einmal in der orangen Variante und auch die lilane Variante. Dann haben wir noch die Pickaxe dazu. Also das ist halt wirklich so reine Geschmackssache. Und dann haben wir Scharlachnatter wieder drin. Ach, die ist das. In Rot habe ich gerade gedacht, hä? Jetzt geht. Aber wir kennen, also ich kenne ihn zumindest. Warte. So kenne ich ihn auf jeden Fall. Ja, ist okay. Ist okay, aber mit den Haaren und alles. Dann sind wir wieder beim Thema Geschmack. So, dann haben wir die furchtlose Fangzähne. So sieht hier aber nice aus. Aber nur in diesem Weiß-Gold gehalten. Und dann die Holznatter. Der Kleider finde ich nicht irgendwie geil. Aber auch in der Variante gefühlt nur. Die switchen viel zu schnell durch. Dann, wie gesagt, das Emote. Dann sind wir da auch schon wieder durch. Oh, Überschall ist auch drin. Der
finde ich halt das Rückenaccessoire so nice. Wenn du die Kills machst, dass das hier hinten in der Box angezeigt wird. Weil wenn du einen Kill machst, kommt dann eins hin. Also 99 sind ja möglich, weil du kannst dich ja selber nicht töten. So, das ist die normale Variante. Hat der noch Stile? Ach ja, stimmt ja. Einmal die orange, einmal die gelbe und dann noch die, ich nenne es mal schwarz-braun. So, dann Rennfieber auch wieder da. Ich sage, der Shop ist inzwischen so riesig. Auch ein nicer Skin finde ich persönlich. Dann haben wir noch, ach, Sternstamm. Eier. Können wieder manche Schwitzer auspacken. Dann haben wir Grübeln drin. Natürlich Billy Bones. Und Fingerpistolen. Mal noch. Ah, ist auch nicht schlecht. Season 1? Lol. Season 1? Okay. Das siehst du eigentlich echt selten. Das ist irgendwas so Season. Ist aber auch ne Quatsch. War das schon lange nicht mehr im Shop? Ich sage, ich gucke nie nach, wie lange irgendwas nicht im Shop war, aber bei dem anderen Skin ist mir halt direkt aufgefallen. So, dann haben wir noch das Alien-Paket, auch für 2200 V-Bucks. Ach, ich weiß gar nicht, hat sich von uns überhaupt sich irgendjemand das Paket geholt? Ich glaube nur Schleuderaffe. Aber apropos Schleuderaffe, erstmal nochmal danke für das Emote. Grüße gehen raus. So, wie gesagt, das Paket kostet 2,2. Wenn ihr nur Pickaxe, Kleider und das Emote haben wollt, sind schon 1,2. Da sage ich ganz ehrlich, da würde ich mir lieber das Emote einzeln kaufen für 300. Und so, dann gibt es das Alien-Paket an sich für 1,6 mit dem integrierten Emote. Aber ich glaube, es funktioniert auch nur bei ihm. Ja, Alien Ripley, ja, Geschmackssache. Und wie gesagt, das Emote für 300. Alter, nein. Spitzhacke, nein. So, was haben wir noch drin? Ach, wie immer noch Flash. Wie lange ist denn Flash jetzt schon drin? Gefühlt seitdem ich wieder angefangen habe, Fortnite zu spielen. Ich sehe immer nur Flash, Flash. Aber im Spiel hatten keiner. Wie gesagt, das ganze Paket für 2,2. Aber da wollen wir jetzt auch nicht nochmal drauf eingehen. So, dann haben wir das Paket wieder drin für 30 Euro, die ganze Zeit schon. Dann Crew-Paket, habt ihr gesehen. Und für alle, die sich fragen, wann kriegt ihr die nächsten 1000 V-Bucks? Ich krieg meine zum Beispiel erst am 19. März. Das liegt daran, dass ich am 19. Januar das quasi abgeschlossen habe. Das kam nämlich jetzt öfters in den Kommentaren. Also nicht in den Kommentaren, aber ich habe es öfters gelesen. So, das war das. Rette die Welt. Leider heute keine V-Bucks. Ich kann kurz rübergehen, damit ich nachher auch nicht vergesse, mich einzuloggen. Weil ihr wisst ja, man muss sich eigentlich jeden Tag einloggen, damit man halt diesen Bonus bekommt. Und wenn ihr gleich die Tage seht, ich glaube, ich bin mit dem Account, ich weiß gar nicht, wann ich den Account erstellt habe. Aber ich könnte schon deutlich weiter sein, was die Einlogtage betrifft. Aber mal gucken. Ich glaube 370, 79. Komm schon. So, die nächsten V-Bucks bekomme ich erst beim 406. Ach, ich bin fast bei 400 Tagen. Ach Gott, ich will gar nicht wissen, wie weit der weiteste bei uns ist. So, was gibt es hier Neues? Ah ja. So, dann sind wir aber damit jetzt soweit durch. Wie gesagt, V-Bucks-Aufgabe heute keine da, außer halt die tägliche. Das natürlich nicht vergessen. Da haben wir heute einen Propan-Tank, aber die kriege ich locker hin. So, dann würde ich sagen, war es das euch auch schon. Euch noch einen schönen Tag und haut rein.